einer Besonderheit im Wahlsystem zu tun. Nach der ersten Wahl hätte die Nea Demokratia einen Koalitionspartner gebraucht. Jetzt, bei der zweiten Wahl, gilt ein anderes Wahlrecht, das in Griechenland jahrzehntelang angewendet worden ist und das Mitsotakis selbst wieder eingeführt hat. Dem Gewinner stehen im Parlament damit Bonussitze zu. Mitsotakis würden schon um die 37% reichen, um allein weiter zu regieren. Die letzten Umfragen sehen die Nea Demokratia weiter im Aufwind, bei jetzt rund 43%. Der stärkste Verfolger, Alexis Tsipras mit seiner linken Syriza, will trotzdem an eine Chance glauben, will die Verhältnisse jetzt am Sonntag umkehren. Wir kämpfen bis zur letzten Minute, um es umzudrehen und ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen. Bis zur Schließung der Wahlurnen am Sonntagabend ist nichts entschieden. Doch bei der Maiwahl war die Syriza auf gerade mal 20% gekommen. In den letzten Umfragen rutscht die Partei jetzt sogar noch etwas weiter ab. Im Wahlkampf versucht es Tsipras erneut mit sozialen Versprechen wie höheren Gehältern und Renten. Auch die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel und Benzin will er senken, um die Bürger zu entlasten. Ähnliche Versprechen macht auch Nikos Androulakis von der sozialdemokratischen PASOK. Er will auch für mehr sozialen Wohnungsbau sorgen, insbesondere für junge Menschen. Und er ist der Einzige, der in den Wahlkampfreden den Ausbau der erneuerbaren Energien zum Thema macht. Seine Partei sieht er nach Jahren des Absturzes und der Flaute wieder im Aufwind. Das selbsterklärte Ziel, wieder stärkste Oppositionskraft werden. Es ist an der Zeit, dass wir wieder an vorderster Front stehen gegen die Gleichgültigkeit und die Vetternwirtschaft im Staat, der seine Zukunft verspielt. Eine Anspielung auf einen großen Abhörskandal, der das Land in den letzten Jahren erschüttert hat. Die Fäden führen in Richtung Mitsotakis Büro. Eine Anspielung aber auch auf das schwere Flüchtlingsunglück im Mittelmeer vor 10 Tagen mit vermutlich hunderten Toten. Die Frage: Kam die Hilfe von der griechischen Küstenwache zu spät? Mitsotakis sagt, man solle nicht immer auf die Küstenwache zeigen. Schuld seien die, Zitat, elenden Schmuggler. Tsipras dagegen fordert Menschlichkeit statt Barbarei. Morgen sind die Griechen und Griechen also erneut zur Wahl aufgerufen. Ein Bericht von Moritz Böhm. NDR Info. Kultur. Liegt es an diesen sommerlichen, warmen Temperaturen die letzten Tage, an der Vorfreude auf den Urlaub? Oder warum gibt es momentan so viele Bücher, in denen das Schwimmen eine ganz große Rolle spielt? Oder ist das gar kein neues Sujet in der Literatur? Maren Ahring hat sich den Badeanzug quasi angezogen und ist auf literarische Spurensuche eingesprungen. Die bräunlichen Figuren scheinen zu schweben. Arme weit nach vorne, die Beine lang nach hinten gestreckt. 4000 Jahre alt sind die Zeichnungen in einer Höhle im südwestlichen Ägypten und damit die ältesten bildlichen Darstellungen von schwimmenden Menschen überhaupt. Und 1933 entdeckte der ungarische Forscher Laszlo Almasi die sogenannte Höhle der Schwimmer. Der Schriftsteller Michael Ondaatje ein literarisches Denkmal gesetzt mit seinem Roman Der englische Patient. Die meisten Säugetiere können instinktiv schwimmen. Der Mensch muss es erst lernen. Wer schwimmen kann, hat Vorteile, kann jagen und sich vor Feinden retten oder Hindernisse überwinden. Oder schwimmt der Mensch im Ausdruck? Viele Dichter und Denker schwammen täglich. Johann Wolfgang von Goethe zum Beispiel. Ihm wird nachgesagt,